so richtig was unternehmen und dann ausschlafen können. Den Wunsch hört man von vielen, vor allem alleinerziehenden Eltern. Doch weil so ein Unternehmen organisiert, meistens auch finanziert werden muss, verzichten die einen lieber ganz und verschieben ihre Pläne auf später. Die anderen holen Oma oder den Babysitter ran und können den Abend dann ständig nach der Uhr schielen doch nicht genießen, weil Ersatzmütter nach ein paar Stunden wieder abgelöst werden wollen. Problem erkannt, sagte sich eine clevere Frau in Zündorf bei Köln und gründete ein Kinderhotel. Zimmer frei für diese Nacht. Aber Kinder, das geht doch nicht ohne eure Eltern. Pech gehabt, aber es gibt eine viel bessere Übernachtungsmöglichkeit für Bela und Niklas. Das Kinderhotel Sternschnuppe. Der Eingang hier ist zwar nicht so repräsentativ wie bei den Hotels für die Großen, dafür das Interieur aber vom Feinsten. Michaela Kotstein hat für die kleinen Gäste einen 360 Quadratmeter großen Bauernhof kindgerecht umgebaut. Ich bin alleinerziehend und habe eine Tochter von 8 Jahren. Und hab öfters Babysitter-Probleme gehabt, ne? So, da musste der Babysitter nachts nach Hause gefahren werden oder hatte nicht so viel Zeit. Und dann, irgendwie hab ich gesagt, es gibt für tagsüber so viel. Und für nachts, ja, gibt's immer kein Angebot. So entstand Kölns erste Kindernachtstätte. Privat finanziert, ohne Zuschüsse von Stadt und Land. Insgesamt 12 Kinder von 3 bis 10 Jahren können hier eine Nacht oder auch ein ganzes Wochenende verbringen. Platz ist genug da. Rebecca und Niklas sind schon Stammgäste. Voraussetzung für die Neulinge ist ein Eingewöhnungstag. Meistens sind es jedoch die Eltern, die bei der ersten Nacht Bedenken haben. Als wir dann nach Hause gekommen sind, dann habe ich die ganze Nacht fürchterlich unruhig geschlafen. Ich habe immer gedacht, oh Gott, wenn die dann durch das Haus wandern und mich suchen. Da hatte ich ziemliche Angst und habe mir alles Mögliche vorgestellt, kaum geschlafen. Und am nächsten Tag habe ich um 10 Uhr aufgehört, gestrahlt und es war überhaupt kein Problem. Ne? Also das Problem lag eher auf meiner Seite. Okay, zwischendurch haben wir schon gedacht, Mann, was macht's ja, jetzt auch? Klar, aber eigentlich war kein Problem. War es auch nicht morgens. Wo man ankam morgens, was hat sie da gesagt? Mama, was willst du hier? Ja, so nett. Kommt sie mich schon abholen. Eine Übernachtung am Wochenende kostet 70, in der Woche 55 Mark inklusive Essensgeld. Der Hotelservice ist nicht nur eine Entlastung für Alleinerziehende oder Berufstätige, sondern auch für Eltern, die abends was unternehmen und morgens mal ausschlafen wollen. Man hat ein gutes Gefühl, wenn man die Kinder abgibt. Also man hat nicht das Gefühl, man schiebt sie in irgendeine Einrichtung ab, sondern eben, sie sind hier sehr gut betreut. Finanziell ist es ganz attraktiv, denn für den Babysitter zahlt man inzwischen auch 15 Mark die Stunde. Und es ist das Gefühl einfach, man hat einen Abend und man hat eine Nacht für sich. Spielmöglichkeiten gibt es genug. Ein besonderer Renner ist die Hängematte. Auch tagsüber werden hier Kurse für Kinder angeboten. Bela hat schon eine Freundin gefunden. Sarah. Und Stefanie und Rebecca haben bereits die Betteneinteilung vorgenommen. Ich schlaf unten. Ich schlaf oben. Doch vorher gibt's ein gemeinsames Abendessen. Die Kinder werden von 18 Uhr abends bis 10 Uhr morgens von 2 ausgebildeten Erziehern betreut. Vorbereitungen zum Schlafengehen. Außerdem Lieblingstier, Schlafanzug und Zahnbürste brauchen die Kids nichts mitzubringen. Ein Service des Hauses vor dem Zubettgehen, ein Hörspiel mit Musik. Einen kleinen Unterschied zwischen den Hotels für Große und Kleine gibt es allerdings. Spätestens um 21 Uhr ist Zapfenstreich. Ich mache jetzt Licht aus, ja? Gute Nacht. Außer dieser Kindernachtstätte gibt es nur noch in Königswinter ein Kinderhotel. Vielleicht eine Anregung zum Nachmachen.